Liebe Schwestern und Brüder, in alten, noch einigermaßen funktionierenden Klöstern hat man den Novizen zwei Regeln eingeprägt, die sozusagen zu den Hausregeln gehörten. Dinge, über die man nicht sprechen darf. Das Essen und die Oberen. Solche Regeln sind natürlich heute gar nicht mehr denkbar. Es kann sein, dass das Gedächtnis so lange zurückreicht für diese Regelungen, weil sie hier in der Wüste wurzeln. Weil was Israel tut, nachdem es in die Freiheit geführt worden ist, ist sich permanent ein Menü zusammenzuträumen und sich über Mose und Aaron aufzuregen, wenn nicht gar über Gott selber. Man kann das mit den Gesetzen der Gruppendynamik erklären. Dieser Sippenverband, der sich zum ersten Mal als solcher ja findet, ist aus Ägypten in die Freiheit geführt worden. Das Wunder am Roten Meer ist lange vergessen. Dass es zu essen hat, ist lange vergessen. Immer dieses Manna. Es ist bezeichnend, wenn wir diesen beeindruckenden Küchenzettel hier im Buch Numeri aufgezählt bekommen. Was es dort alles gab. Von Sklaverei ist keine Rede mehr. Von Unterdrückung, vom Stöhnen des Volkes, alles weg. Es ist am Ende der Küchenzettel. Und auch hier, es ist eine beeindruckende Beobachtung, wenn wir das noch einmal anschauen bei denen, die sich sozusagen professionell dem geistlichen Leben hingeben. Denn das sind genau die Krankheiten, von denen auch Klöster, die ja in einem geschützten Rahmen leben, befallen werden. Nörgelei steht ganz oben auf der Tagesordnung. Mit nichts ist man zufrieden. Deshalb diese Regeln ja, die reagieren ja auf ein bestimmtes Verhalten. Dass es einen geschützten Lebensraum gibt, dass man sich nicht um seinen Arbeitsplatz sorgen muss, dass man zu essen hat, dass man ein schönes Haus hat, einen Ort, das gilt grundsätzlich, ist alles vergessen, spielt überhaupt keine Rolle. Die Dinge aus dem Unterbewusstsein, diese natürlichen Triebe, die drängen an die Oberfläche. Die geistliche Literatur von Beginn an, und wir können sie eigentlich schon hier im Buch Numeri ansetzen, ist voll davon. Also man muss jetzt den professionell geistlich Lebenden oder zumindest die es versuchen, nichts Böses wollen mit dieser Beobachtung, weil es offenbar eine generelle Beobachtung ist, die es zu allen Zeiten gab. Diese Beobachtungen und Regeln markieren die großen Gefahren, denen man sich stellen muss. Und es gilt eigentlich für alle, die sich auf den Weg machen, geistlich zu leben. Die haben den Vorteil, deren Ablenkungen sind größer. Deshalb kommen nicht mit solcher Massivität diese Triebe an die Oberfläche, wie bei denen, die sozusagen in ihrem fensterlosen geistlichen Iglu ihr Dasein fristen. Aber es wäre wichtig, wie das auch hier Israel sehr schmerzhaft lernen muss, oder wie es auch Mose lernen muss, der gleich sozusagen einem Ordensoberen unserer Tage, der dann irgendwie sagt, womit habe ich das eigentlich verdient, dass sie mich zum Abt wählen? Und ich muss dieses ganze Volk hier, ich muss diese oder diese Gemeinschaft abwickeln oder es gibt nichts Neues mehr und sie gehorchen sowieso nicht. Man kann das sozusagen eins in eins nachlesen hier im Buch Numeri. Die Gefahren sind deutlich. Was ist das Gegengift? Jeden Tag neu sich der großen Freiheit und des Geschenkes bewusst zu werden. Wo bin ich eigentlich? Wo bin ich und wer bin ich? Ich bin von Gott in die Freiheit entlassen. Das ist ja etwa der Sinn geistlicher Gelübde. Sich frei zu machen von dem, was stört. Nicht sozusagen einen größeren Verzicht zu markieren, sondern es ist die größere Freiheit, die man entdecken darf. Sich eben nicht, ob man da das 7. Kapitel des 1. Korintherbriefes zu Rate zieht, beim Thema Ehelosigkeit oder andere Dinge, sich eben nicht mit anderem ablagen zu müssen, wie das die Leute der Welt tun, wie Paulus sagt, sondern die größere Freiheit zu entdecken, die große Freiheit der Wüste zu haben, wirklich frei zu sein, nicht mehr Sklave zu sein, sondern besonderes Eigentum Gottes zu sein, das wäre das Geschenk, das sozusagen aller Unzufriedenheit, allem Nörgeln den Nährboden entzieht. Aber es ist sehr schwierig. Der Blick in den Spiegel mag zuweilen sehr erschreckend heilsam sein.